Guten Morgen. Meine Stimme ist da, aber das war die letzten Wochen nicht immer so. Als ich beim Rohkost Camp ziemlich in die Seiten gehauen habe und sehr viel gesungen habe, obwohl meine Stimme schon leicht lädiert war, ist es passiert, dass meine Stimme so lädiert war, dass ich eben im darauffolgenden Rainbow nicht das machen konnte, was ich sehr, sehr gerne mache, nämlich singen und ja, einfach in einer gewissen Dynamik nächtelang in stimmlicher Ekstase verfalle. Und auch nicht, dass ich Gespräche anleite, Gespräche dominiere, mit meiner Stimme im Gesang natürlich auch dominiere, sondern tatsächlich eher ja, in einer ungewohnten Rolle mich wiedergefunden habe. Nämlich, dass ich sehr schweigsam war. Und wer meine Videos kennt oder die meisten kennt, weiß auch, dass ich mal 3 Monate komplett geschwiegen habe, gar nichts gesagt habe im Alltag und dass das eine sehr bereichernde Erfahrung war. Und was da alles passiert ist, das könnt ihr ja in dem Video selber anschauen. Und nun begab sich halt die Situation, dass ich eben wieder diese ärgerliche Situation habe, weil bei einem Rainbow Gathering ist es so, dass man tatsächlich, dass eines der Kernelemente wirklich der Gesang und die Gespräche sind. Und ich war in erster Instanz wirklich verärgert. Ich war enttäuscht, dass ich zum Rainbow nicht singen konnte und nicht reden konnte oder nicht so viel reden konnte. Und ja, das war eine Notsituation, wo in erster Linie ein unangenehmes Gefühl zugegen war. Und dann habe ich natürlich, wie das ich als sehr sinnvoll empfinde, die Situation genommen und habe geschaut, diese Notsituation, was könnte ich denn aus dieser Notsituation machen oder wo liegt denn der Vorteil da drin? Und ja, und dann habe ich halt überlegt, okay, ich habe keine Stimme und ich kann nicht mehr diese dominierende Art oder die sehr, sehr einprägsame Art, diese sehr energetisch stark auf andere wirkende Art haben. Und da musste ich irgendwie damit umgehen. Und da habe ich halt geschaut, es gibt habe die Erfahrungen gemacht schon in den ersten 2 Tagen, es sind 2 Sachen passiert. Zum einen, ich habe neue Erkenntnisse geschaffen durch Perspektivwechsel, weil ich einfach nicht mehr aus derselben Perspektive schaue und zuhöre wie vorher, sondern es hat sich verlagert, natürlich viel mehr ins Zuhören und weniger ins selber Agieren. Und dadurch entsteht viel mehr Raum für Aufmerksamkeit gegenüber anderen und dadurch neue Erkenntnisse über den anderen, aber auch über sich selbst, weil man viel mehr über sich selber erfährt, weil die anderen viel mehr Raum haben, über mich quasi zu reden und ich höre dann zu. Und das andere ist, man entwickelt neue Verbindungen, neue Connections gegenüber anderen Personen, die vorher so nicht möglich gewesen sind, weil diese Personen eher selber einen großen Raum einnehmen. Und wenn 2 Menschen interagieren, die beide einen großen Raum einnehmen, dann ist das oft problematisch. Und es gibt Menschen, die fühlen sich abgestoßen durch Menschen, die sehr, sehr viel reden und die sehr lautstark agieren. Und das beides hat dazu geführt, dass ich mit dieser Zeit, wo ich sehr schweigsam war, wo ich zuhören musste und wo ich mich wirklich geärgert habe, wo ich jetzt im Nachgang sage, wow, das war eine so wertvolle Zeit, das war so wichtig. Und das beweist einmal mehr wieder diese grundlegende Tatsache, dass Leitsituation, Notsituation etwas ist, wofür man sehr, sehr dankbar sein kann, weil man dann viel mehr darüber nachdenkt, was man tut. Man wird bewusster. Es gibt 2 Möglichkeiten, in Notsituationen zu agieren. Einerseits kann man sich in eine Opferrolle begeben und sagen, boah, das Wetter ist aber heute schlecht, ist das ärgerlich. Oder, boah, meine Stimme ist weg, ist das ärgerlich. Oder, boah, ich habe meinen Job verloren, ich habe Krebs, was auch immer. Auf jeden Fall, da kann man sich entscheiden dafür, sagen, ich bin ein Opfer. Ne? Und ja,
Da gibt es übrigens ein Buch, ich habe das selber noch nicht rezensiert, auch noch nicht gelesen, aber viele sagen mir immer, obwohl sie den Menschen nicht sympathisch finden, dass das Buch sehr gut ist. Und das ist das Buch von Nikolai Günther, das heißt irgendwas mit Opferrolle. Und ich verlinke euch das mal unten. Ich habe das selber noch nicht gelesen, aber ich habe wirklich viele Menschen davon reden hören, dass das Buch gut ist, obwohl sie den Autor schlecht finden. Und das ist eigentlich ein guter Indikator dafür, dass man vielleicht mal in das Buch reinschauen könnte. Egal, auf jeden Fall Opferrolle. Das andere ist halt, dass man eher die Intention hat, Gestalter seines Lebens zu sein. Und dass man sagt, okay, man nimmt so eine Situation und gestaltet diese Situation. Ausgehend von seinen Möglichkeiten. Und ich habe in ein, zwei Tagen das halt sofort realisiert, dass wenn ich jetzt eine wohlwollende, eine zufriedene Einstellung dazu habe und mich als Zuhörer sehe, als ruhiger und als sehr selektiv die Worte nutzender Mensch mit den anderen Menschen interagiere, dass das eine komplett neue Energie ist, die da schwingt. Und genau das hat sich herausgestellt. Es war so unglaublich neuartig für mich, diese Erfahrungen zu machen mit diesen ganzen Menschen, dass ich von tiefstem Herzen jedem empfehlen kann, der wie ich sehr, sehr lautstark ist und sehr, sehr dominierend auftritt, einfach mal ein paar Tage ja, entweder gar nichts zu sagen oder sehr selektiv etwas zu sagen. Man findet sich in ganz anderen Situationen wieder. Und das ist unglaublich bereichernd. Natürlich genauso andersrum. Wenn jemand sehr, sehr schweigsam ist, für den wird das wahrscheinlich auch sehr schwer sein, die Rolle des Dominierenden zu übernehmen. Aber auch da machen Menschen ganz besondere Erfahrungen. Ich habe selber in meinen Coachings oder Gesprächen, ich nenne das ungern immer Coachings, weil es ist immer ein Geben und Nehmen, wenn zwei Menschen interagieren. Und sehr viele Menschen, die ich berate, wenn es darum geht, ihr Leben etwas dominierender zu gestalten und weniger in dieser Opferrolle verharren. Und wenn diese Menschen dann etwas extrovertierter auftreten und etwas dominierender auftreten, die bekommen ein Feedback, was ihr Leben unglaublich bereichert. Also auch auf der Gegenseite funktioniert das einwandfrei. Und das ist meine Inspiration für heute, aus meiner Erfahrung, aus meiner stimmlosen Zeit. Und das möchte ich unbedingt mit euch teilen. Und vielleicht habt ihr Ähnliches gemacht, dass ihr, oder Ähnliches erlebt, dass ihr in einer Zwangssituation in irgendeiner Weise ja, aus etwas wahrgenommen Negativem in etwas Positives transformieren konntet, auch schon während der Situation, und möchte das vielleicht berichten oder möchte dann einfach eure Gedanken zu diesem Thema teilen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, freue mich auf eure Kommentare und bis dann, euer Christian.